Hi zusammen, heute geht es um ein Thema beim Chippen und zwar geht es um den Chip-Pitch oder Chip über den Bunker. Ich sage ganz bewusst Chip oder Chip-Pitch, weil es kommt natürlich immer darauf an, wie weit der Schlag sein muss. Wenn ich mit Schülern zum kurzen Spiel gehe, frage ich, erzählt mir mal, welche Schläge klappen denn jetzt per se nicht so gut ums Grün rum. Für viele ist es der ganz normale Basic-Chip, wo wir den Chip einfach mal nochmal durchgehen. Aber für ganz, ganz viele ist es tatsächlich, wenn der Ball hinterm Bunker liegt. Was mache ich dann? Natürlich habe ich jetzt eine Komponente, einen Störfaktor, quasi den Bunker mitten im Gesicht, wo ich dann einfach sage, okay, gut, da muss ich jetzt irgendwie drüber. Wenn da jetzt kein Bunker wäre, wäre es ja eigentlich nur Fairway, dann wäre es eigentlich schon wie ein bisschen einfacher für den Kopf und fürs Hirn. Aber prinzipiell habe ich jetzt in den Boden einen eingelassenen Bunker, über den man eigentlich nur drüber muss. So, viele fangen dann an zu denken, ich muss jetzt über etwas drüber, ich muss jetzt den hochspielen. Ich muss jetzt ganz viel machen, dass der Ball in die Luft geht. Aber letztendlich, alles was ich jetzt machen muss, also ich muss jetzt hier hinter Richtung Fahne, ich muss den jetzt eigentlich nur im Flug Richtung Grün bringen. Ob da jetzt ein Bunker dazwischen ist oder nicht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Wenn ich jetzt dann natürlich einen hohen Baum dazwischen hätte, wenn ich jetzt einen kleinen Christbaum habe, über den ich drüber muss, dann ist das natürlich ein anderes Thema. Dann muss ich tatsächlich anfangen, mit dem Speed zu arbeiten, den Schläger ein bisschen schneller zu machen. Da muss ich vielleicht auch mal ein paar Handgelenke mit reinbringen, dass der Ball wirklich mal in die Luft geht. Aber so, dass der da drüber auch Richtung Grün geht, da helfen mir eigentlich entweder ein Hebel oder zwei Hebelbewegungen. Also sprich, Hebel ist wirklich nur die Armbewegung oder eben Arme mit Drehung. Ich zeige euch mal, wie ich das jetzt machen würde. Ich habe jetzt hier meinen Lobwedge, weil was definitiv Fakt ist, ich möchte, dass der Ball nicht mehr so weit läuft. Das heißt, er muss relativ viel fliegen und wenig laufen. Deswegen nehme ich schon mal einen Schläger, der viel Schaufel hat, also viel Loft. In dem Fall habe ich jetzt hier meinen Lobwedge mit 60 Grad. Ich weiß, dass manche Kollegen von mir sagen, das Lobwedge ist jetzt ein Schläger, den muss man nicht unbedingt im Bag haben. Ich finde, es ist eine Waffe ums Grün. Das habe ich euch schon mal in meinen Kurzspielvideos gesagt, dass mein Lobwedge ist eigentlich mein heiliger Schläger. Der schaut auch schon ein bisschen gebraucht aus. Den habe ich schon seit über 20 Jahren und den kann ich immer brauchen für solche Schläge. Also ich nehme jetzt hier meinen Lobwedge und was mache ich? Ich drehe den Schläger ein bisschen auf. Das heißt, aus 60 Grad mache ich dann ungefähr 70 Grad. Ich kann natürlich ihn ganz extrem aufdrehen auf 80 Grad, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, also ich drehe das jetzt ein ganz klein bisschen auf, sodass der Schläger auch so ein bisschen mehr auf dem Bounce steht. Und sonst nehme ich die ganzen Basics vom Chippen. Ballposition vorne heißt immer mehr Flug als Roll. Für uns Rechtshänder ist es links wie Lift. Und die Linkshänder müssen sich das einfach so merken, je weiter vorne der Ball liegt, desto schneller geht er oder mehr geht er in die Luft. So, Ballposition, Gewicht, ich stehe, ich kann sogar meinen rechten Fuß hinten absetzen. Ich stehe schon extrem auf meinem linken Fuß. Meine Hände gehen mit mir, mit meinem Brustbein und mit meinem Blick links vom Ball. Und ich möchte wirklich hier stehen und möchte ich auch hier bleiben. Fatal wäre jetzt, wenn ich mich so hinstelle und dann im Schwung mir es nochmal anders überlege und nach hinten kippe. Was kommt dabei raus? Entweder der Fette, der dann wirklich im Bunker geht, den kann ich euch auch gerne mal zeigen. Das ist dann die Nummer hier, der dann einfach nur so hoch ploppt und wirklich wieder schön im Bunker zu landen kommt. Oder den mache ich jetzt lieber nicht vor, weil dahinter der Parkplatz ist, dass einfach dieser Torpedo übers Grün passiert und die Kante unten trifft den Ball. Das will ich nicht. Also wie schaffe ich das, dass das definitiv nicht passiert, indem ich mich links einfriere. Das heißt, mein Schwerpunkt im kurzen Spiel ist es immer vorne. Ja, also meine Nase, mein Brustbein ist immer vorm Ball und da muss es auch bleiben. Warum ist es so? Ich brauche einen steilen, einen direkten Eintreffwinkel auf den Ball und das kriege ich nur über meinen Schwerpunkt vom Körper hin. So, also zurück, was soll ich tun? Ich nehme jetzt hier den Schläger, den drehe ich ein bisschen auf, greife ihn erst dann und dann letztendlich führe ich den Schläger gerade zurück und gerade durch. So, und der ist jetzt wunderbar aufs Grün geflogen und noch ein bisschen gerollt. Ganz einfach, wenn ich den Schläger so weit aufdrehe, der hat überhaupt gar keine Schaufel mehr, dass der so, also ein D-Loft hat, dass der Ball zu viel rollt. Je mehr ich ihn aufmache, desto mehr wieder fliegen und gleich auch liegen bleiben. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist ja jetzt schon
sagen wir mal, 25, 30 Meter. Mir reicht da jetzt die reine Armbewegung nicht mehr. Dann muss ich natürlich anfangen und dafür müsst ihr mal mein Video anschauen, wo ich euch den Chip Pitch erkläre, wo ich dann einfach sage, ich nehme die Arme gerade zurück und gerade durch und drehe mich da ein bisschen dazu. Der wird dann im Flug gleich viel weiter gehen, weil ich natürlich noch einen Hebel dazu nehme, die Drehung, wo ich ein bisschen mehr Dampf bekomme und dann geht der Ball automatisch weiter. Das könnt ihr mal wirklich probieren, dass ihr sagt, ihr bleibt ganz stabil stehen und macht das nur aus den Armen, gerade zurück, gerade durch und dann fangt ihr an, mal mit dem Körper zu drehen. Aber jetzt allein die Thematik, wie komme ich über den Bunker, ohne dass ich jetzt hier einen Servis Ballesteros Gedenkenschwung mache, mit Handgelenken à la Phil Mickelson etc., brauche ich alles eigentlich nicht in dem Fall. Jetzt habe ich hier natürlich, war so ein bisschen im Semiraff, ich kann hier wunderbar mit meinem Bounce arbeiten, zu dem Thema Bounce und Leading Edge wird es noch ein separates Video dazu geben, wann kommt was zum Einsatz, aber prinzipiell zu diesem Schlag die Basics von Chippen, Lehnen, Stehen, immer vorne und dort bleiben und schön konsequent nach vorne durchgehen. Und was das Mentale betrifft, fokussiert euch da drauf, wo ihr hin wollt und nicht da, wo ihr nicht hin wollt. Weil dann seid ihr schon mal ganz weit vorne dabei, wenn ihr die Fahne anschaut und nicht an den Bunker denkt. Also, ihr Lieben, viel Spaß, viel Glück. Ich bin gespannt, wie es euch, wie euch dieses Video hilft. Und ich freue mich natürlich über Feedback und natürlich auch über Fragen. Ich beantworte alles auf Instagram und natürlich hier auf YouTube. Jetzt viel Spaß und viel Erfolg. Bis dann. Ciao.